wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. In Paragraph 94 des Organon der Heilkunst wollen wir uns heute anschauen, was so die Krankheiten, also nach Hahnemann, aber das können wir ihm sicherlich zustimmen, was die Krankheiten oder die Heilung der Krankheit eventuell behindern könnte und was dann der Arzt eben auch erkundigen muss, der Behandler erkundigen muss. Überschrift ist auch weiterhin das, was eben zur Anamnese hier zu sagen ist, Vorschrift, wie der Arzt das Krankheitsbild zu erkundigen und aufzuzeichnen hat. Bei Erkundigung des Zustandes chronischer Krankheiten müssen die besonderen Verhältnisse des Kranken in Absicht seiner gewöhnlichen Beschäftigung, seiner gewohnten Lebensordnung und Diät, seiner häuslichen Lage und so weiter wohl erwogen und geprüft werden, was sich in ihnen krankheiterregendes oder unterhaltendes befindet, um durch dessen Entfernung die Genesung befördern zu können. Es ist also letztendlich geht es darum, wir müssen, wenn da irgendwas ist, was die Krankheit erhält oder eben ausgelöst hat, dann müssen wir das entfernen, das heißt also ein Heilungshindernis entfernen. Vorzüglich muss bei chronischen Krankheiten des weiblichen Geschlechts auf Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit, Neigung zur Begattung, Niederkunften, Fehlgeburten, Kindersäugen, Abgänge aus der Scheide und auf den Zustand des monatlichen Blutflusses Rücksicht genommen werden. Insbesondere ist im Betreff des Letzteren die Erkundigung nicht zu versäumen, ob er, der Monatsfluss nämlich, der Blutfluss, in zu kurzen Perioden wiederkehre oder über die gehörige Zeit ausbleibe, wie viele Tage er anhält, ununterbrochen oder abgesetzt. In welcher Menge überhaupt, wie dunkel von Farbe, ob mit Leukorö, Weißfluss, vor dem Eintritt oder nach der Beendigung. Vorzüglich aber mit welchen Beschwerden des Leibes und der Seele, mit welchen Empfindungen und Schmerzen vor dem Eintritt bei dem Blutflusse oder nachher. Ist Weißfluss bei ihr, wie ist er beschaffen, von welchen Empfindungen begleitet, in welcher Menge, unter welchen Bedingungen, auf welche Veranlassung erscheint er. Wir sehen hier, Hahnemann geht jetzt darüber hinaus, denn er hat hier eine Anmerkung gemacht, die etwas, glaube ich, bespricht oder etwas anspricht, was gar nicht so sehr häufig bei den Ärzten seiner Zeit wahrscheinlich gemacht wurde. Denn also das ist ja irgendwie, das war ja auch wieder so ein bisschen unmoralisch, sich da mit der Frau da zu beschäftigen, vor allem wenn es dann ein Arzt war oder so, und der sagt das hier doch sehr, sehr genau, also es ist wirklich eine Anweisung, wie wir sie auch heute auf jeden Fall noch befolgen sollten. Ich glaube nicht, dass viele seiner Kollegen das so intensiv gemacht haben. Aber es ist wirklich so, dass hier einfach noch ein Zusatz dazu kommt, denn es geht hier wirklich auch in dem Beginn darum, wir sollen, also es gibt da eventuell etwas, das hat das alles ausgelöst und das müssen wir jetzt irgendwie erkundigen, um dann das zu entfernen, denn sonst kann die Frau oder der Mann nicht genesen. Und hier schreibt er eben noch was über die Frau. Finde ich ein bisschen erstaunlich, dass er da so, eigentlich weicht er, geht er so ein bisschen, greift er darüber hinaus. Sonst hat er ja eigentlich immer sehr genau jeden Artikel oder jeden Paragraphen, der hat genau ein Thema. Und jetzt kommt hier aber noch etwas dazu. Ist ihm wahrscheinlich so gleich noch eingefallen. Oh, das muss ich auch nochmal nennen. Könnte ja sein. Also kommt mir fast so ein bisschen so vor. Weil eigentlich ist es so ein bisschen, also hier wird man sich fast erwarten, dass er da nochmal sagt, was so allgemein dazu zu sagen ist, aber wir werden sehen, das kommt auch später noch wieder. Ja, genau. Aber also er nennt hier halt wirklich eine ganze Menge Sachen, bei den Frauen eben, also das habe ich jetzt hier durch das rechts hier symbolisiert, links das ist im Prinzip, was man eben eventuell zu entfernen hat, was eventuell auch zu bedenken ist, was sowas auslösen kann bei chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel häusliche Probleme, also Streit. Angenommen, wir hätten hier zum Beispiel einen Jugendlichen oder sowas, dessen Eltern gerade in der Phase kurz vor der Scheidung sind oder sowas, beziehungsweise möglich wäre dann, dass er beispielsweise auf die Apfeldiät, also so gut wie gar nichts mehr essen, damit reagiert. Und dann wäre natürlich das, was zu bedenken ist und was wir eigentlich entfernen müssen, wäre, wir müssen die häusliche Situation verbessern. Absolut.
Und das wäre dann dabei zu bedenken. So, und es geht ja auch um seine Beschäftigung, ne? Was er also so macht. Und der hier, der sitzt halt einfach nur da und lässt diese schreckliche Situation auf sich einwirken. Er könnte ja auch ganz einfach sagen, nö, das will ich nicht, ne? Mhm. Und rausgehen und einen großen Spaziergang machen oder sich mit anderen Leuten austauschen. Aber nein, er erträgt das einfach. Also was ist seine Beschäftigung? Ist einfach zu ertragen. Ja. Das müssen wir wissen und nur so können wir dem Patienten helfen, denn das ist wird natürlich so kann selbst wenn man die beste Arznei der Welt hat und die beste Therapie der Welt für jemanden zusammengestellt hat, wenn da diese krankheitserhaltenen Umstände weiterhin bestehen, dann kann der nicht gesund werden. Das ist einfach nicht möglich. Genau. Okay, ja, das war's dann auch wieder für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.